Wunderschönen Montagmorgen, liebe Trainer, und herzlich willkommen zu aktuellen Videos, Gabin 1 für die Sektion der Formationstrainer. Es ist Montag, 26. Juni 2017, der DAX vorbörslich auf 12.760 Punkten, bevor wir gleich gemeinsam auf den DAX schauen. Freunde, letzte Woche richtig schöne bullische Bewegungen bei IBB, das ist der Nasdaq Biotech Index, war eine Hausaufgabe für unsere Mentorschüler. Wir haben uns das hier angeguckt und ich weiß noch genau, was ich zu unseren Mentorschülern damals gesagt habe. Was es braucht, damit wir hier additiv in den Markt gehen und wir kriegen genau das, was wir brauchen. Da gibt es diese wunderbare und starke bullische Bewegung. Vor allen Dingen, der Markt ist ja hier schon in einen Widerstand gelaufen. Einfach Stop-Loss anpassen, der läuft weiter. Das ist eine herrliche bullische Bewegung. Das war eine Hausaufgabe für unsere Mentorschüler von 10%. Und bitte, das ist der Gesamtindex. Ich hatte Ihnen das auch schon letzte Woche gezeigt. Ich hatte mich ja hier für die Aktie VRX entschieden. Hier gab es dieses wunderbare Volumenpeak und dann gab es hier diese bullische Flagge, wobei ich hier aggressiver diese Flagge in einer Stunde getradet habe. Und schauen Sie, der bricht aus, macht das höhere Tief und das ist eine Gesamtbewegung von 26%. So etwas brauchst du als Trader, um dein Depot signifikant nach vorne zu bringen. Aber nicht auf Biegen und Brechen, sondern man macht immer wieder das Gleiche. Ist immer das Gleiche. Ketchupflasche, kommt nichts, kommt nur ein bisschen und dann macht's Platsch. Genau das braucht man. So, meine persönliche Meinung mit dem Blick auf den DAX. Also auch, weil die letzten Wochen sehr erfolgreich waren, sehr gut gelaufen sind, sehr viele Setups da waren. Auch weil der DAX, wir hatten miteinander darüber gesprochen, dass er das hier machen kann. Der kann in Richtung 20-Tage-Linie kommen, aber dadurch, dass er das hier komplett ausreizt, ist es für mich persönlich, und das ist meine persönliche Meinung, jetzt keine Marktphase als Swing Trader, also Trades für 2, 3, 4, 5 Tage, Positionstrader, 2, 3 Wochen, wo ich jetzt aggressiv viele Trades machen will, sondern mich würde interessieren zu gucken, was macht er denn hier aus dieser Phase? So wie der jetzt gerade aussieht, das ist jetzt meine Meinung, das ist auch nichts, was ich jetzt als Trade mit Brief und Siegel sagen würde, so wird es funktionieren und dann zack, so wird es passieren. Im Moment sieht es eher so aus, als würde der DAX, wenn er nach oben liefe, das heißt, wenn er es schafft, hier diese Zwischenhochs bei 12.810 aus dem Weg zu nehmen, das wir am Donnerstag und Mittwoch hatten, dann macht er 12.930. Vielleicht geht es darüber hinaus, aber da könnte schon wieder erstmal die Luft dünner werden und dann wäre wirklich 13.000 nächste Widerstandszone. Nach unten hin tue ich mich schwer. Ja, unter dem Tagestief vom Freitag 12.670, ich zeige es immer hier in der Stunde, dann hat er das Potenzial weiterzufallen. Allerdings, es gibt hier eine Trendlinie Unterstützung plus das Tief vom Donnerstag, das ist 12.600, also 50 Punkte. Okay, dann, wenn er das nicht hält, dann könnte er noch ein bisschen weiterlaufen, dann wäre das nächste Ziel 12.500. Könnte er denn auch diese 170 Punkte in einem machen? Ja, vielleicht erst das, dann Pullback, dann 12.500. Aber Sie sehen, da ist auch nach unten hin, nach meinem Dafürhalten, nicht so viel Platz. Erst unterhalb dieser Zone um 12.500, dann hat er das Potenzial weiterzufahren. Okay, wohin denn? Ach, noch eine Trendlinie hier. Unterstützung, nicht ganz ran, Unterstützung. Ah, die nächste ist 12.490. Okay, dann aber. Ah ne, 12.370, dann ist ja Allzeithoch. Und deswegen finde ich das hier zu traden nicht so einfach. Falls der Markt diese ganzen Marken nehmen würde, 12.370, 12.350, 12.300, interessant. 20-Wochen-Linie, ehemaliges Allzeithoch, jetzt potenzielle Unterstützung. Ja, wäre durchaus eine interessante Zone, die mich dann interessieren würde. Und nach oben hin eher kurzfristig. Alles in allem, ich will jetzt mal gucken, was er die nächsten Tage macht. Vielleicht kann man das mit einer Aktie ganz gut im DAX zeigen. Das ist die Deutsche Bank. Und zwar die Deutsche Bank, die hat hier die 200-Tage-Linie, das ist eine horizontale Unterstützung und wir hatten ja hier diese Lücke einmal geschlossen. Wir waren es ja schon einmal angelaufen, falls ich daran erinnere, da habe ich ihm gesagt, na, Vorsicht, jetzt hier short zu gehen, was eine Unterstützung ist. Jetzt laufen wir da wieder ran. Jetzt ist die Frage, was macht er hier? Macht er hier jetzt einen Keil und einen Doppelboden? Geht er über die 20-Tage-Linie drüber? Dann hat er das Potenzial, eine Fortsetzung zu machen oder bleibt er hier liegen
und fällt durch die 200-Tage-Linie, dann hat er das Potenzial, eine bärische Bewegung zu machen und in Richtung 13,66 zu laufen. Das will ich gerade vom Markt sehen. Und wenn ich mir den Dow Jones Index anschaue, dann habe ich eine etwas dezidiertere Meinung. Das, was der Dow Jones hier macht, das sieht aus wie ein Pullback über den Tag in Richtung 20-Tage-Linie mit einer größeren Wahrscheinlichkeit von hier aus wieder eine bullische Bewegung zu machen. Das heißt, es sieht so aus, als könnte der Markt hier eine Art Bullenflagge über den Stundenchart bilden. Noch leichter lässt sich das über den 10-Minuten-Chart zeigen und dann haben wir es wieder. Setups, gerade nach meinem Dafürhalten, so wie der Markt gerade aussieht, eher in den kleineren Zeiteinheiten zu traden und nicht über die Stunde, über den 4-Stunden-Chart, über den Tageschart. Und das sind die Zeiteinheiten, die ich persönlich präferiere. In diesem Sinne, haben Sie einen guten Start in die Woche. Denken Sie daran, heute ist Montag. Die Woche ist lang, es kommen noch ein paar Kerzen dazu, wir bekommen Informationen, wir müssen uns das nicht heute holen. Mein Name ist Hamed Esnachari und ich lade Sie herzlich ein. Silvio wird noch für Sie da sein, heute mit einer Ausgabe zum S&P 500. Es gibt eine Rohstoff-Tagesausgabe, was Sie sich anschauen sollten, nach meinem Dafürhalten. Plus, wenn Sie unsere Videos auf YouTube schauen und Sie sagen, es ist hilfreich, gefällt mir, lassen Sie ein Abo da. Mein Name ist Hamed Esnachari und kommen Sie gut in die Woche.